Schweizer, die regelmässig mitmachen, dass die von der Harmoniemusik gestanden da einen gewaltigen Einstieg haben. Wir können da mit dem Vignettenpokal noch schauen, was sie da rausbringen. Also auf der Autobahn, bevor das hervorragende grosse Konzert anfängt. Also, tun wir mal den Harmoniemusikanten kurz zeigen, wie sie können quatschen, wie sie können mitmachen. Thank you.
Musikantinnen und Musikanten. Möchte ich mich bei Ihnen für das Kommen und Ihre Treue gegenüber der Harmoniemusik Schwande bedanken. Wenn Sie bereits am Fest führen können, im Nie präsentiert Ihnen die Harmoniemusik Schwande heute Abend ganz exklusiv zum ersten Mal Ihre neue Uniform. Und genau gleich wie ein Sportler, der nach einem internationalen Wettkampf seine Medaille am Flughafen zu Zürich an den treuen Fans präsentieren dürfen, sind Sie jetzt der Empfang für die Harmoniemusik Schwande mit der neuen Uniform. Wir haben die alte Uniform über 23 Jahre lang gehebt hat und zwischenzeitlich notabene weniger aus der Form gerutscht ist als eine Menge, die in dieser Uniform nicht mehr gesehen ist, haben sich Musikantinnen und Musikanten gebührend von dem Stück Stoff, und jetzt wollen respektierlich zu sein, verabschieden. Das hätten wir mit den ersten zwei Stück in diesem Moment auch gemacht. Höchste Zeit also für die neue Uniform. Brüche hat er jetzt hier von den Zeilen, dann haben wir gerade die alt besorgen. Ja.
Sehen Sie also, wie aufschlussreich dass es das Klamottenfest ist für alle die, die sich noch gefragt haben, was die Musikantinnen und Musikanten unter der Uniform so tragen. Jetzt wissen wir es. Übrigens, die Gruppe kann man auch mieten, man müsste sich bei Angelo Ferrari melden. Also, da sind wir mal gespannt. Wir sind jetzt hinter der Kulisse, wir können umziehen. Da muss man irgendwie ein bisschen Zeit schinden. Was wollen Sie wissen? Vier? Die vier? Also ich habe gestern gefragt, für 25 Franken wären es dabei. Das ist eben der Punkt, oder? Jetzt verstehen Sie sicher, was ich vorhin gemeint habe, mit aus der Fort geraten sind. Das war nämlich die Uniform aus den 50er Jahren, die bis 1970 die HM Schwanden unverkennbar gemacht hat. Haben wir noch einen? Das scheint nicht der Fall zu sein, aber ich sehe gerade da hinten, es hat noch eine Uniform. Also, dann gehen wir mal dort hinten, räumen wir da ein bisschen zusammen. So. Alle guten Dinge sind drei. Nochmal einen riesen Applaus für die Harmonie Musik Schwanden und die neue Uniform.